Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Edamanns Welt, heute aus dem Hamburger Fairmaster hier auf St. Pauli. Nun könnte man natürlich denken, im Hamburger Fairmaster, da wird Bier getrunken, da werden die Leute richtig schön eine Haxe essen oder ein Fischbrötchen. Nee, heute geht es mal um Schlankheit und da habe ich eine Expertin hier, eine Schriftstellerin, meine Damen und Herren, Katharina Bachmann. Ich habe sie persönlich kennengelernt auf der AIDA, habe meine AIDA-Schal heute auch um und da hat sie mich rausgepickt und hat gesagt, du musst auch was machen, ein bisschen für deine Wampe. Und wie recht du dann hast, denn wir sind beim Duo, Katharina, ganz toll, dass ich kennengelernt habe, denn 7 Kilo habe ich mittlerweile geschafft. Da freue ich mich sehr drüber. Erstmal schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Lieber Andreas, ich freue mich wirklich, dass du in diesen 7 Tagen schon so viel abgenommen hast. Denn das haben wir immer festgestellt, dass Männer da sehr strikt sind. Frauen fragen immer, ja, kann ich das noch essen und das noch essen? Die Männer fragen einfach nicht. Die machen die 7 Tage und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ich freue mich von ganzem Herzen für dich und es wird auch weitergehen. Du coachst mich ja auch aus der Ferne und weil du ja auch nicht in Deutschland lebst, aber gerade jetzt in Deutschland zu Gast ist, das werden wir Ihnen gleich erklären, wo die Dame überhaupt herkommt und warum sie jetzt nicht mehr in Deutschland ist, aber sie hin und wieder uns noch besucht. Vorher kommt Bata Illich, der ist schon schlank und der hat musikalisch was Schönes im Schlagersektor für Sie vorbereitet. Katharina Bachmann habe ich jetzt immer noch zu Gast hier. Wir haben es vorhin schon angesprochen und ich kann es lüften. Du bist im Rheinland geboren. Wo denn da genau? In der Nähe von Bonn, in einem ganz kleinen Ort, der damals nur 3000 Einwohner hatte. Der heißt Wormersdorf. Dort bin ich zur Schule gegangen, später dann in Rheinbach zur Schule gegangen. Ich bin eine echte Rheinländerin. Echte Rheinländerin. Dann warst du auch mal im Leben etwas fülliger und du warst auch sehr krank, wie ich weiß aus deiner Biografie. Und dann hast du Glück gehabt, dass du einen Arzt kennengelernt hast und da bist du auch dann nach Asien gekommen. Erzähl unseren Zuschauern doch ganz kurz einmal. Ja, also ich war in der Tat 21 Kilo schwerer. Ich hatte Diabetes, ich hatte Bluthochdruck, zu hohes Cholesterin, ich hatte etliche Allergien. Was man dann eben auch so in meinem Alter bekommt, Depressionen, Klimakterium. Und dann zogen wir von Dubai, das war alles in Dubai damals, von Dubai nach Kuala Lumpur und dort lernte ich Dr. K.S., Dr. Kuljit kennen, ein indischer Arzt, den ich erst gar nicht mochte, weil er immer zu mir gesagt hat, Katharina, du musst Sport machen, Sport, Sport, Sport. Und dann kam die Ernährungsumstellung und dann ging das Gewicht immer weiter runter. Er reduzierte meine Medication, wechselte die durch Medikationen aus, die nicht so belastend für Nieren und Bauchspeicheldrüse sind. Und eines Tages, ich hatte in der Zeit dann schon 14 Kilo abgenommen, war richtig happy, ich konnte mir schon neue Garderobe kaufen. Ja, und dann kam wirklich dann der Tag, an dem er zu mir sagte, Katharina, du kannst dich als medikamentenfrei bezeichnen und du bist auch keine Diabetikerin mehr. Wow. Das fand ich genauso. Das hat 2 Tage gedauert, bis das in meinem Kopf angekommen ist. Wie viel hast du insgesamt abgenommen? Also insgesamt immer weiter durch die Ernährungsumstellung 21 Kilo. Das ist eine Menge. Und wie lange ist das her? Ja, das ist jetzt gut 2 Jahre her. Aber immer ein bisschen, immer mehr. Und dann hast du ein Buch geschrieben natürlich auch. Also eigentlich habe ich das schon gleich geschrieben, nachdem er sagte, ich bin keine Diabetikerin mehr und ich kann mich als medikamentenfrei bezeichnen. Da hat das 2 Tage gedauert. Da habe ich gesagt, das muss ich jedem Menschen mitteilen. Ich muss das erzählen. Ich muss jedem Menschen die Chance geben, auch in diesen tollen Zustand versetzt zu werden. Und das war der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich habe
überhaupt nicht. Mehr verraten wir noch nicht, denn gleich kommt das Buch mal. Vorher machen wir ein bisschen Musik und zeigen Ihnen gleich das Buch. Denn alles, was Sie genommen hat, lesen Sie in dem Buch und das zeigen wir Ihnen gleich nochmal. Aber jetzt erst einmal musikalisch wieder was Schönes. Und zwar, da war ich auch schon ein bisschen am Abnehmen, habe den Hitmix gesungen in der Leishalle. Bald erleben Sie mich etwas schlanker, weil die Dame kutscht mich ja. Also insofern sind wir ganz zuversichtlich. Aber jetzt erleben Sie mich nochmal etwas fülliger in der Leishalle. Bitteschön. Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit? Oh ja ho, ja ho. Sag bitte ja, dann will ich nur für dich da. Oh bitte ho, ja ho, ja ho. Schöne Maid, glaub mir, so jung wie heut. Oh ja ho, ja ho. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Glücklich und frei. Una Paloma Blanca. Jetzt haben wir zwei Herrschaften hier. Die eine Dame kennen Sie schon, die Schriftstellerin mit ihrem wunderschönen Buch. Ja, SOS heißt es und das sollten Sie unbedingt kaufen, meine Damen und Herren, denn das hilft wirklich und das ist die ganze Rezeptur ja auch drin. Ne? Ja, die 7 Tage Entgiftungswoche ist darin und alles über Lebensmittel, die wir nach SOS nicht mehr essen oder die wir nach SOS essen. Und hier haben wir eine Dame, stellen Sie sich kurz selber vor. Ja, ich bin Nicola Mechtel und bin begeisterte Leserin des Buches SOS Schlank ohne Sport. Eigentlich selber Sportlerin, Trainerin. Ich musste eine Sportpause einlegen aufgrund meiner Fußverletzung und hatte mich dann jetzt gesehen, dass ich bestimmt mindestens 4 Monate keinen Sport machen darf und hatte schon die Funde sozusagen wieder nach oben schnellen sehen. Dieses Buch hat es wirklich in sich. Es geht auch ein bisschen um Kokos, das darf ich schon mal sagen. Es geht auch um Papaya und es geht um gesunde Früchte. Wir haben doch im Grunde schlechtes Fett, was wir konsumieren. Das wissen die wenigsten. Ne? Also nach SOS ist es so, dass wir nur noch mit Kokosnussöl braten. Das ist das einzige Fett, das eben extrem erhitzt werden kann. Ein kaltgepresstes Olivenöl ist auch gut, aber das bitte nicht mehr stark erhitzen. Das kann gerne über die warme Pasta gegeben werden. Auch Arganöl ist ein tolles Öl. Aber all die anderen Öle können nicht heiß gemacht werden, denn sie entwickeln Transfette. Und diese Transfette, das sind die gefährlichen Dickmacher. Die lösen auch können Schlaganfall auslösen, Herzinfarkt auslösen. Nicht zu viel verraten, wir wollen gleich aufs Buch nochmal eingehen. Auf SOS Schlank ohne Sport, das ideale Buch für Herrn Ellermann, weil Sport hat er, glaube ich, irgendwo mal. Aber ich wollte noch eins sagen, das ist jetzt keine Anleitung, keinen Sport zu machen. Ganz im Gegenteil, ich habe nur meine Geschichte, meine persönliche Geschichte niedergeschrieben. Und wir machen jetzt ein bisschen Musik, da macht einer Sport und zwar die beiden Cordales. Die sind ja beide voll durchtrainiert, auch unser Costa Cordales und er kommt mit Lukas, der ja sowieso durchtrainiert ist, weil Frau Katzenberger trainiert ihn ja täglich. Also die Cordales, bitteschön. Also ich merke es ja auch schon, die Damen, nicht? Also mein Babybauch geht jetzt ein bisschen weg. Ich bin wahrscheinlich schwanger, nicht? Oder so, nicht? Also man weiß das schon, nicht? Im 7. oder 8. oder 9. Monat, völlig egal. Du hast eine tolle Erfahrung damit gemacht, erst 2-mal im Jahr entgiftet und isst auch die Produkte, die hier in diesem Buch stehen, ne?
Fall. Also ich habe mich schon quasi umgestellt. Ich habe vorher schon ziemlich bewusst mich ernährt, aber hier nochmal mich daran erinnert, okay, es ist wirklich wichtig und es tut meinem Körper gut. Also man fühlt sich nicht, oft ist es so, wenn man viele Kohlenhydrate verzehrt, also schlechte Kohlenhydrate wie Weizenmehl, Zucker und so weiter. Ja, wenn man viel davon verzehrt, dann fühlt man sich einfach müde und schlapp und nicht energiegeladen. Wir machen mit Sicherheit nochmal eine Sendung, denn du bist irgendwann in Hamburg-Berlin wieder und dann werden wir sehen und vielleicht hast du uns beide schlank. Sie ist ja schon schlank, ja. Bei mir sind wir noch in der Anfangsphase. Andreas, ich bin ganz sicher, wir schaffen das. Du weißt, ich coache dich persönlich. Ich habe dir jetzt auch die Karin nochmal an die Hand gegeben, die ja hier in Hamburg lebt. Gibt es da auch einen Wein dazu hin und wieder mal? Ganz sicher, weil das ist ja nach SOS nicht verboten. Genau. Wenn man so mal öfter mal in Spanien ist, nicht? Und du weißt ja auch selber, ein schönes gekühltes Gläschen Wein ist wunderbar. Gabi Baginski, die sagt jetzt Tschüss mit uns allen zusammen und hat nochmal Viva España. Gabi, wir sehen uns sicherlich bald auf Mallorca. Und dann gibt es einen Wein und dazu Kokosnuss und diese schönen Frauen. Mehr geht doch gar nicht, oder? Gabi Baginski, tschüss. Tschüss. Schlafen Sie schön. Der lässt dich nicht mehr los, wenn wir so etwas machen.